Hallo zusammen, ich bin wieder in St. Martin im Passauer Tal unterwegs. Heute laufe ich bis nach Salthaus. Die Straße hier, die ist noch so neu, traut man sich gar nicht lang zu laufen. Riecht auch alles noch stark nach Asphalt. Hier mal ein schöner Blick auf St. Martin. Da vorne ist ein Golfclub. Ist ganz schön was los hier auf der Straße. Ständig kommt ein Auto. Mitten über den Golfplatz. Aber zum Glück sind hier links und rechts Netze gespannt. Ich habe allerdings noch keinen gesehen, der hier gerade spielt. Ich weiß gar nicht, wo die alle hinfahren hier. Der Wahnsinn, was hier ein Autoverkehr ist. Da vorne sieht aus wie ein 5-Sterne-Hotel. Ist natürlich passend zum Golfplatz. Gar nicht so einfach, hier den richtigen Weg zu finden. Ich bin jetzt mitten im Parkhaus. Am Golfplatz bin ich erstmal wieder vorbei. Ja, fand ich jetzt nicht so toll, das Stück. Direkt dahinter ist dann der Buchenkeller. Und da geht's weiter. Hier sind jetzt auf jeden Fall mehr Leute unterwegs als auf der letzten Tour. Da bin ich die ganze Strecke niemandem begegnet. Eigentlich wollte ich ja was Leichtes laufen, aber hier geht es ja doch schon ganz schön bergauf. Aber schön ist der Weg wieder. Jedenfalls jetzt. Nochmal ein Blick zurück. Da ganz hinten ist St. Leonhard und hier weiter vorne ist St. Martin. Das ist schon ein Ausblick. Da unten der riesen Golfplatz mit dem Hotel. Na, wo geht's lang? Hoch oder runter? Natürlich hoch. Ja, ich bin ja doch schon wieder ein gutes Stück höher. Da unten kann man jetzt schön die Passer sehen. Hier kommt dann der Mörrehof. Oder Mörrerhof. Kleine Kapelle hier mitten am Berg. Das ist hier ein richtig schöner Hof. Bei mir gab es gerade einen Kaiserschmarrn, der war sehr lecker. Also ein Ausflug hierher lohnt sich auf jeden Fall.
Nochmal ein Blick zu dem Mörrehof. Jetzt wollen sie es aber echt wissen hier. Gar nicht so einfach hier hochzukommen nach dem Kaiserschmarrn. Der Weg ist aber auch ein Traum, auch wenn es bergauf geht. Da kommt wieder ein Wasserfall. Hier muss man schon echt vorsichtig sein. Ja, hier war in letzter Zeit von den ganzen Regen einige Wege und Straßen gesperrt wegen Hangrutsch. Von da komme ich her. Echt interessanter Weg. Und hier komme ich gleich am Wasserfall vorbei. Der Weg hat sich schon wieder gelohnt bis jetzt. Da drüben bin ich gerade lang gegangen. Das muss ich nachher alles wieder runterlaufen. Hier scheint jetzt der nächste Hof zu sein. Das ist auch so eine Art Höfeweg. Ich glaube, man kann auch überall dann einkehren, wenn man will. Jetzt geht es erstmal wieder bergab. Immer wieder interessant zu sehen, so diese ganzen kleinen Höfe da im Berg. Kleinen Ortschaften. Laut Schild war das jetzt gerade Prenn. Mörre war ich ja vorhin. Und ich laufe jetzt weiter Richtung Schweinsteg. So geht es jetzt gerade weiter bergab. Na, hier sieht es ja wüst aus. Was soll man denn da durchkommen? Ging gerade noch. Laut meiner Uhr bin ich sowieso wieder falsch. Irgendwie müsste ich weiter oben lang. Gibt es irgendwo so einen Parallelweg? Ich laufe jetzt aber hier weiter und will mal hoffen, dass ich hier auch weiter durchkomme. Wichtig ist aber, dass ich irgendwo da unten ankomme und nicht wieder hochlaufe. Da oben geht irgendwo mein Weg lang. Ich bin jetzt wieder in der Zivilisation angekommen und habe auch festen Untergrund unter mir. Das ist jetzt der Strickerhof.
Und ich bin jetzt auch wieder ein gutes Stück weiter unten. Also ich könnte mir das jetzt gut vorstellen, damit den Berg runter zu fahren. Ich weiß allerdings nicht, ob die Räder das aushalten. Ich gehe dann mal weiter zu Fuß, besser ist das. Da vorne bin ich dann auch gleich wieder richtig. Ich bin jetzt gleich unten angekommen. Ich denke, ich werde noch ungefähr einen Kilometer an der Passau entlang laufen. Ich bin jetzt hier an der Passau angekommen und laufe jetzt hier jetzt das restliche 1,5 Kilometer, glaube ich, hier auf diesen Fuß- und Fahrradweg. Da geht irgendwo die Hürzer Seilbahn hoch. Und ich meine, dass da hinten der schneebedeckte Gipfel ist der Hürzer. Da fährt gerade die rote Seilbahn. Und da oben kann man auch sehen, wie sie runterkommt. Das leuchtet so in der Sonne. An der Seilbahnstation ist dann auch meine Tour zu Ende. Da fährt sie gerade runter. Ja Leute, ist gerade eine schöne Ecke hier. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.